Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Outlaws of the Old West mit Vouchard und Sam Nameless. Wir sind in diesem Canyon-Biom unterwegs. Jetzt habe ich mir allerdings überlegt, nachdem ich die Hinweise alle gelesen habe in den Kommentaren, wir sollten schon schauen, dass wir wieder heimkommen. Es gibt so viele coole Sachen zu bauen. Unter anderem interessiert mich tatsächlich, ob das mit dem Pferdeflüsterer geht. Dann könnte ich nämlich Pferde zähmen, Wildpferde, und könnte die dann verkaufen. Jetzt habe ich mir überlegt, weil ich schon angekündigt habe, dass ich ein bisschen im Canyon unterwegs sein will. Wir suchen uns so wie da unten immer so kleinere Banditenspots über die halbe Folge hinweg, dass wir ein bisschen was vom Canyon sehen, aber gleichzeitig auch ein ganz kleines bisschen hier an Kohle kommen. Und das sind auch schon die ersten. Und da würde ich jetzt doch einfach mal versuchen, was wir hier erreichen können. Dann kriegen wir vielleicht schon die erste Kohle, die wir brauchen. Ich gehe mal hier auf die Perspektive und guck mal, ob ich den mit meinem Scharfschützengewehr erwische. Das ist ein Gewackel hier mit den Jungs, ne? Ich nehme aber fast an. Wow, Alterle! Man kann doch Headshot. Ich hab den voll erwischt. Ich hab das damals in Staffel 1 nicht geschafft, dass ich einen mal auf ein Ding umleg. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ja, warte mal, ich lass die mal ein bisschen tänzeln noch. Die sind halt natürlich hier noch Early Access-mäßig unterwegs, die Jungs, ne, wie man sieht. Okay, das hat nicht hingehauen, aber der hat mich jetzt auf jeden Fall gesehen. Kein Problem. Wir haben ja auch andere Waffen noch. Die Frage ist natürlich, kommt der hier hoch? Okay, guck mal. Ist das cool? Vielleicht erwische ich ihn ja doch nochmal. Pass mal auf, ich lade nochmal die nach. Die haben Deckung gesucht jetzt. Weißt du, dann habe ich mir zumindest ein bisschen Kohle verdient. Guck mal, ob ich den Hut weggeschossen kriege. Nee, aber er ist kaputt. Haha, es ist gut. Die hat damals nicht so gut funktioniert. Echt jetzt, deswegen war ich gerade so überrascht, ne? Ja, was machst du denn damit? Ach, guck mal, die sind noch nicht ganz ausgereift, oder? Die sind noch nicht ganz ausgereift, Leute. Ich krieg meine Waffe gerade nicht gezogen, merke ich, ne? Wieso zieht er denn jetzt die Waffe hier nicht mehr? Ist das eine holprige Geschichte? Jetzt hat er mal einen Revolver wenigstens raus. So, komm doch mal runter. Ich wollte eigentlich hier mit dieser da. Mit der habe ich Bock gehabt. Jetzt hat er sie. Wo ist der Kollege? Ach, der kann auch schlagen damit. Guck mal. Ich muss nur auf mein Leben aufpassen. Achtung. Okay. Ist natürlich jetzt noch nicht so. So, das war's. Entschuldigung. Ist ein bisschen holprig halt noch, ne? Oh, 19 Goldbarren. 19 Goldbarren haben wir bekommen. Das ist natürlich eine Menge. Ist das eine Frau? Tatsächlich. Die hat einen Goldbarren nur gehabt. Hier ist der Loot verteilt, wie das früher war. Jetzt bin ich gespannt, was er noch hat. Jetzt habe ich gerade gedacht, er hat seinen Revolver dahin geschmissen. So, mein Freund. Jo, Alterle, was willst du jetzt noch? Das waren jetzt aber keine Bankräuber in dem Sinn. Also hier muss ich jetzt kein Säckle noch suchen, oder? Ey, guck mal. 24 Gold. Oh, was ist denn das hier? Um ein schlechtes Auge zu verdecken. Hey, das ist genau mein Teil, Leute. Ihr kennt mich ja, ne? Ach, das kann man hier separat. Das ist genau meins. Ich brauche ja nochmal. Ist es gut? Ist es gut? Ich gehe mal kurz zum Pferd. Ich fühle mich auf dem Pferd einfach sicherer, auch wenn es keinen Unterschied macht. Ja, so lässt sich der Canyon doch spaßig entdecken, oder? Also, wie gesagt, entschuldigt, wenn es ein bisschen holprig ist hier. Teilweise funktionieren die Sachen noch nicht ganz so ideal. Wollen wir mal gucken? Wenn ich mit der. Wow, einen Schuss nur! Ey, die Schrotflinte, die ist doch dann die Waffe, die ich in Zukunft immer nutze. So, das wäre dann auch schon mal geklärt. Habe ich das kleine Messerle dabei? Wir probieren es natürlich jetzt nochmal. Komm mal her. Ich nehme das Messer. Das haben wir ja schon probiert. Wenn ich draufsteche, bringt nichts, ne? Ey, da kommen wir sogar mit Leder heim. Salut, Alterle! Wir sind reich. Wenn wir jetzt sterben, ist natürlich blöd. So, komm, lasst uns mal noch ein bisschen rumreiten. Jetzt habe ich doch tatsächlich gerade richtig Bock nochmal gekriegt. Seid ihr da? Habe ich euch dabei? Gleich am Anfang hier. Sehr cool. Also wie gesagt, das mit dem Scharfschützengewehr, das kannte ich so nicht aus Staffel 1. Da habe ich entweder, wahrscheinlich habe ich mich zu blöd angestellt. Jetzt geht's jedenfalls. Mit einem guten Headshot kannst du hier einiges reißen. Wir bleiben am Fluss, haben wir gesagt, wegen dem Wasser, ne? Und ich muss natürlich die Augen aufhalten. Ich sehe die manchmal nicht gleich. Ja, wenn die KI mal richtig eingestellt ist, dann ist das alles nicht mehr so einfach. Aber im Moment ist sie halt, wie sie ist, ne? So, komm mal her, wir gucken mal kurz. Was habt ihr letztens gesagt? Ich habe mich geskillt aus Versehen, gell? Ich habe mich geskillt. Habe ich mir Energiepunkte gegeben. Ja, ist ja gut, da kann ich besser weglaufen. So, wie lange reiten wir denn? Naja, lass uns mal so, dass wir so 10 Minuten hier ein bisschen durch die Ödnis gewandert sind. Dann gucken wir, dass wir heimkommen. Dieser Leder, Salz, da vorne ist ein Salzbot. Das ist doch schon mal ein gutes Ziel. Vielleicht finden wir auch noch irgendwo so ein kleines Banditencamp, ne? Weil manchmal kampieren die ja unterwegs.
Ey, jetzt haben wir richtig Gold. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Kohle. 23. Das heißt, wir können wahrscheinlich schon was aus der Mailbox kaufen. Ja, muss man auch verstehen, ne? Es gibt so viele Sachen, die man hier zu Hause bauen können. Deswegen habe ich mir überlegt, was hopfe ich jetzt hier großartig rum? Lass uns heimgehen und bauen noch ein bisschen. Zeugs rausholen. Schneegebiet wäre dann wesentlich interessanter. Wir haben auch eine Wumme gekriegt hier, die da, gell? Der Friedensstifter? Ah, guck mal, ist das super. Wenn unserer durch ist, können wir den nehmen. Was ich kurz machen wollte, ich hatte doch besseres Werkzeug gecraftet für uns, ne? Da müsste irgendwo hier. Das ist die Spitzhacke. Wo habe ich die Axt? Habe ich die daheim gelassen? Vielleicht habe ich die aus Versehen rausgeschmissen oder so. Oder? Irgendwie sehe ich die nicht. Ich habe aber normale Äxte noch dabei, falls es eng wird. Das nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Oh, da ist gerade Füchsle weggerannt. Kojote! Wo hinten des Weges, mein Freund? Ja, saugeil. Das war jetzt schön. Und ich bin gar nicht weit gelaufen. Ich bin so ein paar Meter vorgelaufen, dachte ich, komm, vielleicht finde ich irgendwo Banditen. Wupp, waren sie da. Fast da, wo wir ausgeloggt haben gestern. So, Salz nehmen wir mit, weil wir müssen auf jeden Fall Munition nachbauen. Oh, bevor ich den hier verliere, den wollte ich kurz auf Folgen machen. Einen Salut verkaufen wir natürlich nicht, ne? So, Folge. Dann geht der mir nämlich immer schön mit, wenn ich da rumschleiche. Ja, jetzt schauen wir mal. Bis zu den Felsen hinten, würde ich sagen. Bis zu den Felsen und auf der anderen Seite gehen wir dann gemütlich zurück. Wir finden bestimmt noch ein paar Banditen. Wenn nicht, mache ich tatsächlich einen ganz kleinen Überfader. Weil jetzt hier nur durch die Ödnis laufen ohne Ziel, weißt du? Obwohl Salz ist hier ein Ziel. Da vorne sehe ich was, aber es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich mich täusche. Ich hole sie mal kurz raus, unsere Gude. Ey. Aber Salz hier, ne? Das nehme ich natürlich mit. Das haben wir ja gesagt. Weil das finden wir bei uns nicht so häufig. Oh, da oben ist auch noch Salz. Komm, dann machen wir das. Ich würde sagen, wir fahren jetzt ein bisschen Salz. Suchen noch einmal. Banditen? Zack, ist es dunkel geworden, ne? Das ist auch noch nicht wirklich eingestellt. Aber wen stört es schon? Hauptsache, es macht Laune. Den Salzpot oben hole ich noch. Und ein Banditencamp hätte ich gerne, wenn sie am Lagerfeuer sitzen. Dass wir uns ein bisschen anschleichen und gucken, wie wir die ausgeräumt kriegen. Komm nochmal zurück zu diesem Salzpot hier. Und dann gehen wir nach Hause, bereiten die Sachen vor. Ich will dann einen Pferdestall bauen. Aus diesem, wir haben ja ein eigenes Bautier für Pferdestall. Und den Pferdeflüsterer, das will ich mir auf jeden Fall angucken. Die Mine ist auf jeden Fall nach wie vor das große Ziel. Da können wir nämlich wunderschön dann Erze farmen. Aber mit Pferde zähmen und verkaufen hätte ich auch meinen Spaß, glaube ich. Ja, das machen wir. Das machen wir. Und da Robert, ich will auch eine kleine Farm aufsetzen. Gerade die Schweine und die Kühe und so. So, Salut. Dann bist du auch nicht mehr das einzige Tier. Weißt du, bei uns? Im Moment bist du nämlich so ziemlich der Einzige, der bei uns rumrennt. So, jetzt ist natürlich die Frage, in diesen weiten Landen, ist ja schon eine Riesen-Map, ne? Da mal eben die Banditen aufzustöbern immer. Gerade wenn man hier noch nie war. Guck mal, noch mehr Salz. Ey, wenn wir so 200-300 Salz mit heimschleifen. Die Shotgun, der Bär, ne? Ich glaube, dass ich auf die Shotgun mich ein bisschen spezialisiere. Sniper und Shotgun, mehr brauchst du ja eigentlich dann gar nicht, ne? So, wenn ich jetzt ein Bandit wäre, wo wäre ich denn? Wahrscheinlich in der City. Im Saloon wahrscheinlich gerade um die Uhrzeit. Ey, ich sehe da jetzt niemand mehr. So, lass uns weitergehen. Ja, da hinten will ich mal durch die Felsen durchreiten. Vielleicht finden wir da noch irgendwo eine Kleinigkeit, ne? Immer in der Nähe des Flusses. Da drüben sieht es auch schon wieder so aus, ob sich was bewegt. Ey, wenn ich ins Spiel einsteige, ist bei mir immer Nachmittag. Grundsätzlich, ne? Deswegen ist jetzt auch schon wieder dunkel. Jedes Mal, wenn ich ins Spiel neu einsteige, ist Nachmittag bei mir. Kann man das irgendwo einstellen? Weiß da jemand was? Dass ich die Uhrzeit einstelle bei Betreten des Spiels. Oh, guck mal hier. Das ist auch in diesem einen Screenshot zu sehen, hier so ein Bogen, ne? Ja. Wer weiß, ob da hier war da früher das Meer? Oder war da früher vielleicht ein großer Fluss, der da durch ist? Dachte ich gerade, aus dem Felsen kommt Wasser raus. Hier, guck mal. Salut. Okay, hol mal die Fackel raus. Die zeigt dich mal, dass wir wenigstens ein bisschen was hier sehen. Ja, komm, lass uns noch so 2, 3 Minuten in die Richtung und dann drehen wir rum. Dann gehen wir nach Hause, dann vermahlen wir gleich unser Zeug für die nächste Munition. Und fangen an, die Bautools richtig mal rauszuholen. Man sieht ja normalerweise, wenn die irgendwo hier campen, ne? Ich gehe einfach auf der anderen Seite zurück. Entweder findet man noch welche oder nicht. Den Salzpot schnappe ich mir hier noch. Dann gucken wir mal ganz kurz im Inventar nach, wie viel das wir haben. Ey, da kannst du natürlich ewig unterwegs sein hier auch. Guck mal. Da vorne macht der Fluss eine Riesenbiegung.
Die Frage ist natürlich, was willst du auf der Map, ne? Ich meine jetzt klar, wenn man auf einem Server spielt, da kann jetzt überall einer wohnen, da kannst du überall Action kriegen. Aber jetzt in so einem Singleplayer bleibst du mehr oder weniger ja eigentlich zu Hause, baust dein Zeug aus, gehst im Umland immer farmen und so. Sehr gut. Lass mich mal gucken, wie viel Salz hast du denn jetzt schon geholt? Machen wir Auto-Stack. Ey, geil. Wir haben schon 300 Salz jetzt. Die können wir durchmalen. Schwefel wird es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen eng. Soll man das hier auch gleich mitnehmen? Ich meine, wenn ich jetzt gerade schon hier rumhopf, komm, dann nehmen wir auch noch ein bisschen mit. So, meine Lieben. Alter, das hat mir jetzt gefallen, dass wir so viel Gold gelootet haben von den paar. Hab mich jetzt gefreut. Vor allem gucke ich nachher gleich mal mit dem Pferdeflüsterer, weil das wäre echt schon so ein Ziel. Überleg mal, du könntest dann in der Mine dein Zeug farmen, ab und zu mal ein Pferd verkaufen. Ist gar nicht schlecht, so kommst du an deine Kohle und du willst ja eine kleine Stadt irgendwann haben, ne? Saloon, Motel. So, das sind eher Erze. Ja, komm, ich glaube, wir gehen auf. Da drüben sehe ich, glaube ich, ein Lagerfeuer in der Entfernung. Wir gehen mal hin, da leuchtet irgendwas. Das wäre natürlich der Deal. Deal 2000. Da hinten ist doch irgendwas. Oder ist das einfach nur ein Erz, das glänzt wie. Ich guck mal hin. Irgendwas ist doch da hinten, oder? Es ist tatsächlich nur ein Salzerz, das sich so geleuchtet hat. Also, dann nehmen wir die zwei noch mit. Das ist ja mit der Hauptgrund, warum ich hier bin. Bisschen Canyon anschauen, Salzfarmen oder ein Hau ab. Den Spot und den links von uns, den nehmen wir noch mit. Ich dachte, ich habe ein Lagerfeuer gesehen, weil das so geglänzt hat, ne? Sehr schön. Ja, das gehört dann auch dazu, hier ein bisschen rumzureiten, ne? Aber trotzdem, ich habe jetzt halt ein bisschen mehr Bock, die ganzen Sachen zu sehen. Deswegen. Wir reiten dann auch durch. Wir bleiben dann nur noch stehen gleich, wenn ich über dem Fluss bin, wenn wir Banditen sehen. Da drüben ist ein Kaktus. Ich dachte gerade, er bewegt sich. Oh, hier hat sehr viel Salz, ne? Aber ich habe auch einen Kommentar gelesen, dass bei mir um die Ecke. Ich glaube, dass bei mir um die Ecke, pass mal auf, das müsste da irgendwo sein. Da waren wir auch vorher schon mal. Irgendwo hier ist unser alter Spot und ich glaube, da gab es ja auch Salz, ne? Aber jetzt bin ich schon hier, jetzt nehmen wir das natürlich mit. Oh, jetzt hätte ich voll Bock, nochmal so zwei, drei Banditen zu sehen. Gerade jetzt, wo die Sniper so abgeht. Da drüben könnte auch was sein. Ich muss mal kurz hinfinden. Lass mich mal kurz gucken. Also die KI ist halt leider noch nicht so ausgeklügelt, ne? Höh. Das sind aber überall Salzspots. Aber ist gut zu wissen, das sind ja nur ein paar Meter von unserem Zuhause weg. Also wenn ich Salz brauche, reite ich dann in Zukunft da kurz rüber. Müssen wir nicht jedes Mal dann zusammen in der Folge machen, ne? Ihr wisst dann, wo ich es her habe. Und wenn jemand wissen will, genau, dann kann er die Folge nochmal reinziehen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns so ein ganz kleines bisschen die Farmsachen, dass die halt einfach da sind. Und es ist gut zu wissen, dass es das hier nicht so weit weg ist. Guck mal, da oben ist auch eine Wetteranzeige. Sehe ich jetzt das erste Mal. Angeblich regnet es. Oder ist das einfach nur das Zeichen für Nacht? So, pass auf, ich gehe zum Fluss. Wir überqueren den jetzt auch gemeinsam. Canyon. Haben wir auf jeden Fall ungefähr ein Feeling. Hier gibt es Kakteen, weniger Bäume. Und Salze haben wir hier auch genug von. Da drüben ist bestimmt irgendwo noch ein Spot. Wie war denn das? Die Banditen sind die immer am selben Spot? Also wenn ich das nächste Mal hinreite, könnten die schon wieder da sein, die drei, ne? Oder halt beim nächsten Mal einloggen. Salutle, bist du noch da? Oh, er bockt. Ach du je. Was holt er den? Was holt er den? Muss ich kurz gucken. Sag mal jetzt gar nicht, warum hängt denn der jetzt da oben fest? Ist dir das Gelände zu uneben, Diggerle? Ich wette, wenn ich drauf sitze, geht's, ne? Ah ne, der hängt hier tatsächlich fest. So, Fackel raus, dass wir ein bisschen was sehen. Und hüpf. Ah, ist schon gut. Macht schon Laune. So, salzmäßig, wenn wir über 400 haben, hören wir jetzt auf. 1, 2, 3, 4. Hab ich gewusst, dass wir über 400 haben. So, Leute, da hinten funkelt es auch nochmal. Möglicherweise aber auch nur das Mondlicht, das sich auf einem Erz widerspiegelt. Könnte aber auch Kohle sein. Ich reite trotzdem mal hin. Lalalalala. Das Schöne ist, bis wir zu Hause sind, wird es wieder hell. Und da können wir uns direkt reinstürzen ins Bauen. Okay. Das war tatsächlich Kohle, ne? Ey, das täuscht aber gewaltig. Wenn du so das Gefühl hast. Guck mal, da hinten sehe ich auch schon wieder irgendwas. Ist aber alles vom Mondlicht angestrahlt, ne? Okay, ich bin überzeugt davon, wenn ich hier eine Farmtour mache, nur für Kohle, den Schwefel nehme ich kurz mit, nur für Kohle und Salz kriege ich die Taschen voll in einer halben Stunde. Da ist einiges zu holen hier, ne?
So, Nameless. So eine richtige Auswirkung haben die Temperaturen jetzt noch nicht auf uns, oder? Ich wollte eh mal gucken, ob ich das umschalten kann. Kann man das auf Celsius umschalten? Müssen wir mal gucken. Ich guck mal aufs nächste Mal, dass wir vielleicht da die Gradanzeige sehen ordentlich. Komm mal her, Salut, da vorne ist noch Salz, das nehme ich jetzt auch noch mit. Dann haben wir wirklich genug Munition. Dann geht uns die erstmal nicht all. Sehr geil. Salty Folge. Oh, ich konnte ja aber, wenn ich mich fast killt habe, müsste doch der Salut eigentlich Punkte haben, oder? Wir gucken mal eben. So, die Zeit verstreicht hier in dem Spiel, das ist unwahrscheinlich. So, mein Freund, komm mal kurz her. Ich setze mich drauf. Mit F komme ich in dein Menü. Reittier. Ah ja, da 8 Punkte. Dann würde ich sagen, ich krieg da voll auf Energie. Wichtig ist, dass der Bub schnell ist, glaube ich. So, dann gehen wir mal da los. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nochmal auf Banditen treffen werden. Guck mal, du könntest dauernd anhalten hier, ne? Wie viel Salz habe ich denn? Wenn man schon unterwegs... Nee, guck mal, das ist jetzt mittlerweile so viel. Was ist denn das da vorne für einer? Oh. Was ist denn das für eins, Leute? Boah, die machen Damage wie Sau, gell? Die machen Schaden wie Sau. Ich bin mal an einen in Staffel 1 geraten. Der hat mich sowas von bös aufgefudert. Ich hoffe, der ist allein. Gut, Fleisch hat er viel gebracht jetzt. Ne? Müssen wir aufpassen. Ich wusste nicht, dass sie in dem Biom unterwegs sind. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die ratzen dich kurz zusammen. Ne? Wenn die noch so stark sind, wie sie mal waren. Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich da nur, dass ich mal an einem See rumkuscht bin und dann kam der und das war's mit mir. Ey, das Scharfschützengewehr geht mittlerweile richtig gut ab. Clever nachladen. Sehr cool. Willst du den Schwefelspot noch? Ja, komm. Ne, fahren wir heute einfach jetzt ein bisschen. Wir gehen jetzt auch gleich zügig zurück. Vielleicht können wir die Foundations schon bauen für den Pferdestall. Ich will da jetzt keinen riesengroßen machen, aber so 2, 3 Pferde sollten schon Platz haben. Wir müssen ja nicht alle verkaufen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie das aussehen soll mit dem Pferdefluss, da, wenn ich ehrlich bin. Ob das dann ein NPC ist, den ich im Stall abstellen kann? Das ist ja natürlich eine coole Geschichte. Ich weiß auch nicht, was er kostet. Wir gucken da gleich mal nachher, würde ich sagen. War, glaube ich, im Briefkasten. Oder? Wir gucken gleich mal. Und was war das? Irgendwer hat mir noch was gesagt, was ich hier noch machen soll. Wenn ich bei Herstellen ganz runterfahre. Das hier, glaube ich, ne? Nee, das hier, glaube ich, war es. Blueprint. A tool used. Das probieren wir. Das Papier herstellen. Und da gibt es auch nochmal einiges Schönes, was ich an Housing-Material und so. Papier. Haben wir das? Wie stelle ich ein Papier her? Ich glaube, das habe ich daheim, das Tool, gell? Haben wir irgendwo gelesen schon. Da haben wir doch schon wieder was zu tun. Ich will wissen, was das Tool uns bringt. Also, jetzt gehen wir heim. Jetzt reite ich auch durch. Ich mache die Fackel raus, dann sehen wir ein bisschen was. Wenn wir Banditen sehen unterwegs, halte ich natürlich an. Sind nur Kakteen. Also Leute, hier ist Salz ohne Ende. Leder farm ich dann zu Hause. Da brauche ich nicht unbedingt durch die Prärie laufen. Ah, wenn wir jetzt noch ein Ding sehen würden. Ein Banditencampler, das wäre ja Geschichte. Lass mal kurz gucken. Ja, wir reiten da jetzt einfach weiter. Guck mal, wie du siehst auch nachts wunderbar die Salzspots, ne? Also werde ich in Zukunft abends unterwegs sein, wenn ich das hole. Du siehst sie aus der Entfernung hier. Das Schwefel zeigt sich wunderbar. Guck mal. Du siehst es einfach richtig gut. Er ist ein bisschen trostlos halt, ne, wenn man dann allein hier rumreitet. Ich meine, ich genieße sowas. Natürlich. Ich mag das. Ich mochte auch bei Subnautica einfach durchs Meer zu flitzen und so. Aber das muss man jetzt nicht mehr wie eine Folge haben, oder? Natürlich, klar, wir haben ja noch ein Waldbiom. Wir machen jedes Biom ein, so eine Ausrittfolge, fahren wir ein bisschen Zeugs zusammen, gucken, dass wir ein, zwei Banditen finden. Und der Rest werden wir uns erstmal um unser Zuhause kümmern, glaube ich, jetzt die Tage. Ah, ich sehe aber jetzt hier leider keine mehr, ne? So. Also, wir ziehen jetzt direkt nach Hause. Ich gehe jetzt hier nur noch mal hinten, weil da was geleuchtet hat. Kurz in die Senke hier reingucken. Nee. Ey, guck mal, wie viel Salz es hier gibt. Unheimlich, ne? Absoluter Wahnsinn. Es wird jetzt gleich hell, meine Lieben. Das war mir wichtig, dass wir noch zum Sonnenaufgang hier unterwegs sind. Ich guck mal eben ganz kurz auf die Map. Ja, unser See ist da vorne. Dann müssen wir eigentlich nur noch weiter reiten hier.
Keine Bankräuber. Keine Banditen, keine fahrenden Händler. Im Moment sind wir hier auf uns gestellt. Ich muss den Salut mehr skillen. Der muss mehr Ausdauer kriegen, ne? Dass er da richtig Gas geben kann. Was haben wir hier? Kleiner Kojote? Das ist ein Schweinle. Das ist ein Schweinle. Ich wusste gar nicht, dass es Wildschweinle gibt. Schweinestall sagt man was, ne? So. Hier nochmal einen Blick schweifen lassen. Lass mich mal ganz kurz noch einmal da durchgucken. Da hinten am Horizont, das sieht ja auch. Es sind einfach nur Bäume, ne? So. Gab es nicht auch ein Fernglas? Ich glaube, wir holen uns noch ein Fernglas. Vielleicht kann man mit dem noch ein bisschen besser zoomen oder so. So. Ja, da kommt doch schon, was ich erwartet habe. Das Licht des Tages. Also sehr cool. Was für mich klar ist, dass ich in Zukunft, wenn ich hier drüben Salz farmen gehe und Kohle, habe ich auch sehr viel gesehen. Salz, Kohle, Schwefel gehe ich hier rüber, am besten in der Nacht, so dass ich dann zum Morgengrauen wieder zurück bin. Dann werde ich das demnächst mal machen. Dann haben wir nämlich eine komplette Tagfolge vor uns. Wie gesagt, beim Einloggen ist bei mir immer Nachmittag. Ich weiß nicht warum. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Map. Wie weit sind wir weg von unserem Zuhause? Eigentlich nur hier lang reiten. Du, daheim könnte es auch sein, dass wir nochmal auf Banditen treffen. Ich hätte es schon gern, weil wir haben nicht komplett 25 Dollar brauchst du, glaube ich, fürs erste Ding zu kaufen. Jetzt reiten wir mal nach Hause. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja noch was unterwegs. Sehr, sehr cool. Ja, für mich hat es sich schon gelohnt. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Salz jetzt. Kohle hätte ich jetzt hier noch mitnehmen können, aber mal da hinten haben wir auch noch was. Steht ein Bär. Da steht ein Bär. Lass uns mal hier hinten und hinter dem Felsen. Ich vermute, dass wir da was Banditisches finden. Wobei, so ein Bankräuber wäre mal jetzt ganz recht. Dann könnte man nämlich das mit dem Goldsäckchen noch uns angucken. Es ist einfach nicht viel los, ne? So. Ja, jetzt haben wir zumindest mal da. Muss ja auch sein. Ich will ja schon so ein bisschen zeigen, was das Spiel alles in sich trägt. Jetzt weiß jeder, okay, wenn ich farmen gehe, dann wird es gemütlich und chillig. Mache ich mir am besten einen Tee vorher. Bisons. Bisone. Bisone und Bitöchter. Bitöchter hört sich auch schon wieder falsch an, gell? Wie so ein schlechter Titel von einem Bonofilm. Die Bitöchter. Haha! Hast du mich erschreckt, Digga? Gibt's was Snacks? Los, wir mal schauen. Antivenor hat jetzt das gleiche dabei wie immer. Das kann er behalten, das brauche ich jetzt im Moment nicht. Aber schön, ne? Wie er plötzlich auftaucht und dann hier in der Luft steht. Naja, ein bisschen was zu tun haben sie schon noch, die Jungs. So, Leute. Hier hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass wir nochmal auf Banditen treffen. Und wenn es nur ein Streunender wäre, weißt du? Einer. Spiel. Wir machen mal eine Banditenfolge, wo ich dann wirklich mir die Zeit nehme. Ich logge einfach ein und schneide es dann zusammen. Ich mache jetzt mal voll. Habe ich das Dings? Das habe ich natürlich jetzt nicht dabei, ne? Kann ich es herstellen? Ich würde gerne ein Pferd mitnehmen. Wie viele Seile braucht denn das Ding? 10. Ja, aber natürlich keine Pflanzenfasern jetzt bei, ne? Dann holen wir es separat. Das machen wir mal, eine Banditenfolge. Da reite ich dann komplett durch die Prärie, schneide alles weg, was nichts mit Banditen zu tun hat. Und dann haben wir eine Folge kompletten Banditenjagd und haben auch Kohle. Verstehst du? Verstehst du, was ich meine? So, wir sind an unserem See. Und wir wissen, an unserem See gibt es eine Brücke. Jetzt muss ich mal ganz kurz was testen. Ich hake die Folge jetzt einfach mal... Alter, vier Wölfe. Ich hake die Folge mal unter der Thematik ab. Wir waren ausreiten. Dann kann ich nämlich jetzt da hinten noch ganz kurz was gucken, ob die... Unsere Ölpumpe, ne? Ist halt schon cool, wenn du dann heimkommst und du hast hier ein bisschen dein Ding. Finde ich saustark. Ich will nur was gucken, weil da haben wir ja letztens auch Banditen erwischt. Ich nehme an... Wenn ich die Stelle wiederfinde, könnte man Glück haben, dass da nochmal welche sind. Also das Musterhaus reißen wir ab. Denn an diesem Spot hier, da werden wir wahrscheinlich dem Salut seinen Stall aufbauen. Wobei, ganz ehrlich, also da vorne wollte ich so ein bisschen die Stadtgebäude dann hinmachen, hier. Weil es da doch recht eben ist hier, auf dieser kleinen Mini-Anhöhe hier, ne? Da, wo ich jetzt gerade rumreite. Da werden wir uns so ein bisschen die Motel und so aufbauen. So, ich reite jetzt hier einmal runter. Zieh dann einen Bogen über rechts und hoffe, dass ich hier nochmal Banditen finde. Aber die könnten halt überall sein im Moment, ne? So richtig weiß man es ja nicht. Hier sehe ich keine. Und die campen ja auch tagsüber zum Teil, ne? So, mal hier hoch, kurz runtergeschaut ein bisschen.
Ist nur ein Busch. Ist nur ein Busch. Ich sehe niemand. Schade. Aber ist okay. Wir werden wahrscheinlich noch einige Banditen sehen im Verlauf dieses Let's Plays. Wenn man es so sagen will. Ja, aber trotzdem, ich finde es absolut cool. Guck mal, jetzt haben wir hier wieder grün. Gerade eben waren wir im Canyon unterwegs. Noch mehr Wüste. Hier könnten welche sein. Ich meine, dass die Stelle ungefähr ja hier war, ne? Boah, hätte ich Bock, jetzt nochmal so ein Dreiergespann abzugreifen. Wir gehen jetzt zum Briefkasten. Ich will gucken, was es mit dem Pferdeflüsterer auf sich hat, was er kostet. Das Exchange-Häuschen brauchen wir, dass wir das Gold umtauschen können in Währung. Und Pferde werde ich dann natürlich zähmen, wenn wir die verkaufen können. Wir haben Glück! Und ich glaube sogar, dass es vier sind. Ja, es sind vier. Erwische ich denn von hier? Tatsächlich. Und die anderen lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, offensichtlich. Moment. Ich muss nur gucken, ob ich die. Den habe ich nicht erwischt, ne? Dann haben wir auf jeden Fall Geld. Pass mal auf, wenn ich den genau in der Hals treffe. Wieder nicht erwischt. Dass sie sich nicht wegbewegen. Ne? Aber wie gesagt, Early Access Game, da bin ich jetzt auch nicht sauer drum. Banditenanführer. Sie sind auf jeden Fall ohne einen Boss. Den da kriege ich den auch noch. Ne, war nix. Den probiere ich nochmal. Wenn nicht, gehen wir hin mit der Shotgun. Bandit mit Halstuch. So, komm, Salut. Den anderen Kollegen machen wir nochmal mit der Shotty. Und die haben wir gut erwischt jetzt hier, weil die sehe ich nämlich auch, ne? Die sind jetzt versteckt. Okay, das war nix. Wo tänzest du hin, Digga? Das war's. Okay, von dem haben wir Geld bekommen. Gesichtstuch haben wir bekommen. Geld haben wir bekommen. Kein Gold dabei gehabt, die Jungs, ne? Aber guck mal, wir haben jetzt 44 Geld. Wo könnte denn das hin, wenn ich das hinziehe? Dahin. Boah, jetzt sieht er aus wie ein richtiger Cowboy. Achtung, nee, nicht automatisches Laufen. Ich wollte dich angucken. Ich erinnere mich. Das sah damals schon so bescheuert aus mit dem Bart. Das ziehe ich wieder aus. Das will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Alles klar, gehen wir nach Hause, oder? Gucken wir mal ganz kurz, ob wir uns schon was leisten können. Jetzt habe ich den Walk-Mode angemacht. Das Schlimme bei mir ist da immer rauszufinden, wie ich sie wieder wegkriege, ne? So, glaube ich, oder? Jetzt bin ich wieder eingestellt. Alles klar. Leute, haben wir 7 Banditen sauber gemacht heute, haben ein bisschen Gold bekommen. Punkt 1. Neben Gold haben wir tatsächlich jetzt Kohle. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich. Ich komme, wir kaufen uns jetzt irgendwas, oder? Banditen jagen können wir immer. Ein bisschen habe ich gerade das Gefühl, dass die Bankräuber oder Banditen im Canyon mehr gebracht haben, ne? Lootmäßig. Salutmäßig. Ei, geil. Ich muss den Salut umnennen jetzt. Ich muss den Salut umnennen. Ich habe ihn falsch geschrieben. Warte mal, ob das geht es nochmal? Geht es nochmal? Wie habe ich denn das gehabt, dass ich den seinen Namen ändern konnte? Salut. Hier nicht mehr. Dann muss ich tatsächlich da nochmal ins Menü, oder? Kurzer Moment. Kennt ihr ja, ne? Ist bei mir so Geschichte hier mit dem Ding. Inventar. Benenne dein Reittier. So. So schreibt man den eigentlich. Salut. Alles klar. So, pass auf, Digga. Du bleibst jetzt hier. Ich gehe am Briefkasten gucken. So, meine Lieben, jetzt bin ich echt gespannt. Guard, Hired Guard, Auctioneer, General Storekeeper, Innkeeper, Gun Store, Blacksmith, Bartender, Barber, Bankteller, Horse Priest. Ist er das? Sollen wir den kaufen? Komm, wir kaufen den jetzt. Anfrage zu mieten. Requesting to hire a horse breeder for 40. Nachricht senden. Da ist er. Ich habe den gekauft, ne? Wie setze ich denn den jetzt? Wie mache ich das jetzt mit dem Kollege hier? A local horse expert. Ist das gut? Ist das gut? Und was ist das für einer? Guck mal, der ist aber nur geil. Horse Breeder. Oh Leute, werden wir beim nächsten Mal das erste Pferdle verkaufen, oder? Ich stelle den mal hier hin.
Jo, der ist gut, der gefällt mir. Warte mal eben. Ich wusste gar nicht, wie geil das ist. Wie lange habe ich denn den jetzt? Gehört er immer mir? Wenn der 40 will? Der war jetzt schon teuer, gell? Egal. Er wird sich rentieren. Was sagst du jetzt? Ja, mein, ich bin doch Horsblieder. Ist ja gar nicht. Ah, zieh das Ding aus, nimm das. Das sieht furchtbar aus. Ohne Witz. Warte mal eben. Ey, mit den ganzen Schalttasten hier. Das ziehe ich aus, ne? Das gefällt mir. So. E. Zieh dir mal das rein. Buy a horse. Buy a horse. To purchase items. Double-click. Rostige Hufeisen kannst du bei dem kaufen. Pferdesattel. Pferdesattel 2. Hier den Königssattel kannst du auch kaufen. 25. Und ich kann verkaufen. Ist es wahr? Kann ich dem Zeugs verkaufen? Da steht nämlich Sale 12. Mustang, Quarter, Donkey, Buy. Buy a Horse. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... Buddy? $100 will der für ein Pferdle. Ey, das machen wir beim nächsten Mal. Ich mache uns das Lasso klar. Geh mal Pferd holen. Irgendjemand hat gesagt, ich kann Change Owner machen. Komm her, wir probieren es gleich mal. Nur mal zu gucken, ob es gehen wird. Aber ich verkaufe natürlich den Salut nicht, ne? So. Wie hast du das erklärt? Ich probiere es jetzt mal aus, ob ich es richtig mache. Kurzer Moment. Wenn das stimmt, was ich jetzt gelesen habe, müsste ich jetzt hier Change Owner. Press E. On New Owner or Select Stable Vendor. Wenn ich jetzt hier auf den draufgehe mit E, habe ich das Verkaufspferd, ne? Sehr cool. Beim nächsten Mal verkaufen wir ein Pferd. Und ganz wichtig, wir reißen die Musterhausgeschichte ab und werden hier drüben die kleine Pferdekoppel aufsetzen. Eine kleine, ne? Vielleicht hier unten so ein bisschen. Hier so. Sehr, sehr geil. Da freue ich mich drauf. Dann gehen wir nämlich in den Pferde an und Verkauf. Sehr geil. Haben wir uns erst einen NPC. Meine Lieben, morgen geht's weiter zur Uhrzeit wie gewohnt. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf euch. Und dann machen wir hier weiter, ne? Da haben wir noch einiges zu tun. Das, irgendwie ist er geil. Irgendwie ist er gut, Leute. Ja, mei, ich bin der Horsblieder. Sagte ich schon dem. Herr Kommandant Hosestall, alles klar. So, bis morgen.